Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, um heute dabei zu sein, wenn es ins Grasland geht und in die vielen Wasserwege, die wir um die Third Bridge herum entdecken werden. Schon der gestrige Weg entlang der Mopane-Landzunge mit der kleinen Detour in die Wassernähe haben mir gezeigt, dass hier Sandpisten kein Thema mehr sind. Stattdessen gibt es überall, auch wenn man es nicht sieht, reichlichst Wasser. Und so haben es mir die Brücken wirklich angetan. Aber hört selbst. Natürlich hat es geklappt und wir sind sicher auf die andere Seite gekommen. Aber schon die mögliche Detour hier. Die Umfahrung wäre auch Oh spannend gewesen, denn ja, es wieder gab Sand. reichlich Wasser in der alternativen Route. Reichlich Wasser gab es auch von oben und so haben diese Impalas hier überhaupt keine Scheu, wenn wir unmittelbar an ihnen vorbeifahren, denn sie stehen im strömenden Regen. Dieser zarte Hinweis gibt uns zu verstehen, dass es in Richtung Third Bridge eine geschlossene Brücke gibt. Doch das wollen wir uns erst einmal selbst anschauen. Ah, hier ist der. Hier ist ein. Das haut ein bisschen runter. Das wird drucken hier an der Stelle. Entscheidend ist, ob du da drüben rauskommst. Ja, da müsstest du durch. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen. Ja, genial. Das hat geklappt. Und wie komme ich da jetzt durch? Na, ging doch. War doch gar nicht so schlimm. Ja, und die Fahrten, die wir jetzt so über Land machen und die nach Grasland aussehen, sind immer reichlich von Wasser geprägt. Und nach einer ganzen Weile, wo wir schon sehen, wie die Sonne wieder frisches Wasser zieht, kommen wir an diesem wunderbaren Pool an. Zunächst wirkt alles total ruhig. Aber schon bald war an den Tönen zu erkennen, dass dieser Tümpel reichlich Bewohner hat. David lockt und provoziert hier ein bisschen. Nicht so ganz akzeptiert worden, würde ich sagen. Es kommt Bewegung in die Bande. Und auch die Nilpferde bzw. Flusspferde zeigen sich als äußerst interessiert und neugierig. Schon interessant, so eine friedliche Stille, die doch voller Gefahren steckt. Und so halten wir immer ein bisschen Abstand von der Uferkante. Denn wir wissen sehr wohl, dass die Geschwindigkeit der Hippos immer unterschätzt wird. Und so sind wir vorsichtig. Denn mit diesen Kolossen und diesen Zähnen möchte keiner Berührung haben. Auch hier kann man sehen, dass die Hippos ihre Traditionen haben und über diesen schmalen Weg zu ihren abendlichen und nächtlichen Weidetouren aufbrechen. Das Kudu hier beim Zoomen erst wirklich erkennbar,
ist wirklich echt gut getarnt und ich habe am Anfang nicht erkannt, wo es steht. David hat uns dann hier nochmal den Schreiseeadler hervorgehoben, den er mit der guten Linse natürlich wesentlich besser sieht. Schon beeindruckend, dieser Vogel, wie er die Umgebung beobachtet. Das Grasland glänzt hier, denn das Wasser ist schon vorgedrungen. Und bei den Sausage Trees sollte man immer schauen, ob keine Früchte fallen können und bei Wind unbedingt meiden. Denn wenn diese wurstartigen langen Klopfer nach unten schlagen, geht mehr kaputt, als man sich vorstellen kann. Unmittelbar vor dem Gate, das wir dann erreicht haben, befindet sich noch eine große Wasserstelle, die man allerdings nur aus der Weite sehen kann. Und man sieht, auch hier am Wasser ist immer was los. Am Gate, an dem üblicherweise das Personal alle 14 Tage ausgewechselt wird, treffen wir erstmals auch auf Personal, was wir schon an einem anderen Gate gesehen haben. Und David hat sich erstmal unterhalten. Die Kommunikationsinfrastruktur ist hier nur für die Gate-Mitarbeiter und nicht für Besucher zugänglich. Auf der Campsite haben wir uns dann erstmal eingerichtet und David macht uns einen Toast. Ein bisschen studieren war schon spannend, denn hier haben wir Libellen entdeckt, die mit ihrer Flügelkennzeichnung im Flug besonders sind. Auch konnten wir feststellen, dass sich diese Libelle von ihrer Farbe wohl sehr durch unsere Wäscheleine angezogen sah und umfangreiche Balzversuche gestartet hat. Doch leider hat unsere Wäscheleine irgendwie nicht reagiert. Wir konnten jedenfalls noch, bevor wir in den Nachmittag starten, eine angenehme Pause machen und haben dann uns auf das Nachmittagsprogramm gefreut, denn wir haben eine Bootstour geplant. Hier holt uns Mr. Moses ab und wir starten in einer sehr exklusiven Bootstour hinaus in die Wasserweiten des Okavango-Deltas. Zu den Geschwindigkeiten, die ihr jetzt sehen werdet, kann ich nur sagen, im Nachhinein habe ich es verstanden, warum Mr. Moses hier wirklich mit Fullspeed durch die schmalen Kanäle gefahren ist. Denn ich hatte immer Angst, dass irgendwo mal ein Hippo hochspringt. Und offensichtlich ist diese Geschwindigkeit und leider auch das Geräusch eine Vorwarnung für mögliche Hippos. Wir werden später noch sehen, was diese nämlich gerne tun, wenn Boote in die Nähe kommen. Aber nicht so, als wenn Mr. Moses uns nur durch das Wasser geschrubbt hat. Er hat auch mit sehr viel Umsicht immer wieder aufmerksam gemacht auf das, was sich hier am Wasser zeigte. Die Antilopen hier haben eine spezielle Anpassung an die Feuchtgebiete. Dieser schmale Zufluss, den wir hier befahren, war wirklich nur für Ortskundige realisierbar, denn die Kurven waren so eng und teilweise mit schwimmenden Inseln ausgestattet, sodass man hier wirklich genau wissen musste, wo es lang geht. Doch genießt erstmal die Fahrt selbst. Da sind noch andere Boote. Ja.
habe ich den Reiher erst sehr spät entdeckt. Und David holt ihn uns mit seinem Objektiven nochmal deutlich näher. Allerdings ist auch er sehr vorsichtig und zieht es dann auch vor, mit langen Schwingen zunächst einmal das Weite zu suchen. Aber schön, dass David uns diesen Start und den Flug noch ein wenig festhalten konnte. Schon beeindruckend, was hier alles so zu sehen ist und in welchem Refugium die Tiere hier leben, in das wir nun langsam und vorsichtig vordringen können, auch wenn mir die Geschwindigkeit manchmal ein bisschen zu hoch war. Aber nun gut, es hat alles seine Gründe. Die Seerosen sind hier wirklich sehr langstielig und Moses muss öfters anhalten und mit dem automatischen Enttüdeln der Schraube die Pflanzen vom Antrieb wegnehmen. Das macht die Maschine nahezu automatisch. Well, I think also so this lovely aquatic grass here is called what happened to Papyrus. Papyrus? Yeah, the Egyptian, they use it to make paper. Yeah, okay. This is the one. How, but here in Bhutan, we use it to make weaving baskets and also. Okay. Yeah, that's even cool. The elephants, they like to feed on it. Okay. Yeah, it's looking. Ich blende euch mal die Karte ein, dass ihr sehen könnt, wo wir hier im Zufluss am Gogatebe in die großen Wasserflächen vorstoßen und dabei immer wieder solche uns bekannten Eisvögel entdecken, die hier wirklich eine ganz zauberhafte Färbung haben. Schön, dass wir ihnen so nah kommen konnten. Es war schon sehr beeindruckend, auf diesen großen Wasserflächen im Boot dahin zu gleiten. Und ich war schon gespannt, was es alles noch zu sehen gibt. Aber nicht nur in den Wolken die großen Greifvögel, sondern auch hier auf der offenen Wasserfläche wusste wohl Mr. Moses, wo er die Hippos findet. Denn hier an diesem Teich bzw. an dieser Wasserfläche hatte David dieses Hippo entdeckt. Und ihr werdet gleich im Video sehen, wie es schwupp in den ersten Sekunden sofort abtaucht. Und wir stehen ruhig im Wasser, aber Mr. Moses gibt dann schlagartig Gas. Und wenn ihr nach hinten schaut, könnt ihr genau sehen, dass das Hippo da kurz vor dem Boot wieder aufgetaucht ist.
Offensichtlich hatte es vor, uns näher zu kommen. Hier wieder ein Schreiseeadler, den David zuvor auf dem Baum entdeckt hatte und wir ganz leise angeschlichen kamen. Er hat sich jedoch dann entschieden, auch hier wieder das Weite zu suchen, denn diese Vögel sind wirklich sehr scheu. Wir haben jedoch so langsam auch wieder den Rückweg antreten müssen, denn es war schon ein langes Stück Weg. Und so gleiten wir hier wieder zurück von den etwas offeneren Wasserflächen zurück in den Gogatebe-Fluss. Und ich bin immer wieder überrascht, dass Moses den Weg kannte. Aber er hat auch viele Stopps gemacht. Und so war es immer wieder schön, wenn das eine oder andere noch entdeckt werden konnte. Und euch David dann dies auch gerne festhält. Hier zum Beispiel ist es der Kingfisher, der wirklich beeindruckend mit dem Kopf senkrecht nach unten die Wasseroberfläche analysiert und beobachtet. Herrlich, diese Vögel und diese Aufnahmen. Auch diese wunderschönen Pflanzen, die wirklich ein Sterngebilde im Wasser bilden, sind sehr schön. Schlangenhals, Reiher bzw. Kormorane, wie wir sie kennen, sind auch beeindruckende Tiere, die hier am Wasser natürlich ihr Refugium haben. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr beeindruckende Fahrt und Moses bringt uns hier zurück und wir haben diesen Ausflug wirklich sehr genossen und genießen noch diese Rückfahrt, die auch wieder in Teilen mit hoher Geschwindigkeit vor sich ging. Offensichtlich ist es hier aber auch wirklich wichtig, diesen Weg, der in den letzten Jahren sicherlich auch bedingt durch Corona stark zugewachsen ist, wieder fahrfähig zu halten. Denn es musste sehr häufig gestoppt werden und der Motor kippte hoch, um die Schraube entsprechend wieder freizulegen. Jedenfalls ist es für uns schön gewesen, auf diesem Wege noch mehr vom Wasser zu sehen. Und wir fanden letztendlich diese coole Tour auch ganz schön spannend und lustig. Mr. Moses war jedenfalls der schnellste Fahrer des Tages. Wir haben es jedenfalls genossen. Ich habe das breite Grinsen festgehalten. Für uns war es jedenfalls sehr beeindruckend und Moses hat uns dann wieder am Steg angelandet und wir waren ja zu zweit schnell aus dem Boot und sind mit dem Equipment wieder zum Auto zurück. Denn Moses hatte uns von der Campsite abgeholt und mit seinem Fahrzeug hier zum Steg gebracht. Die etwas rumpelige Fahrt retour zur Campsite in dem Toyota Land Cruiser mit offenen Sitzplätzen war schon interessant. Hier fahren wir noch vorbei an der Hütte, wo die Betriebsstoffe lagern und haben uns den Nachmittag noch ein wenig umgeschaut, denn in der Nähe war die Third Bridge, die leider kaputt war und somit hier die rote Markierung in der Mitte zwischen Third Bridge und Xakanaxa
Campsite für uns ein großes Problem war, denn es bedeutete, dass wir die Tour nicht über diesen ca. 10 Kilometer langen Streifen fortsetzen konnten, sondern den ganzen langen Weg über die Mopane Landzunge wieder zurück mussten, da die Brücke unpassierbar ist. Und wenn ihr dabei wieder dabei sein sollt, wenn wir morgen den Weg zurück zur Xacanaxa Campsite fahren und dort in die Paradise Pools vorstoßen und wieder jede Menge Wildtierbegegnungen haben, dann klickt morgen wieder rein und seid dabei. Und wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst ein Abo da, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao.